Die Teekanne macht den Tee. Jetzt hätte ich eine Frage noch ganz kurz. Ist Österreich ein konservatives Land? Wird immer nur Kamillentee und Pfefferminztee getrunken oder gibt es auch andere Dinge, die gern getrunken werden? Na, es ändert sich sehr viel, muss man sagen. Aber die alten Standard-Tees wie Pfefferminze oder Earl Grey und so weiter sind immer noch sehr gut gängig. Aber es hat sich in den letzten Jahren viel getan diesbezüglich. Es gibt auch jedes Jahr im Winter, kommt mir vor, 15 verschiedene Fruchtmischungen, die neu kommen, wo man schon gar nicht mehr glaubt, dass aus diesen Früchten auch Tee gemacht werden kann. Kiwi, Ananas und sonstige exotische Mischungen. Auch das ist beliebt oder dient es dazu, den Tee ein bisschen jünger zu machen? Und zu sagen, nicht nur Menschen wie Tom Walleck, der schon alter, trinkt Tee in der Früh, sondern auch Jugendliche. Ja, zu exotisch würde ich es nicht machen. Also Kiwi, Ananas, glaube ich, das wird eher tropisch, würde eher nicht so gehen. Aber bei Tee braucht man Abwechslung, speziell bei Früchtetees. Und deswegen sind wir jedes Jahr gefordert, wieder Neuerungen zu bringen, die interessant klingen und noch besser schmecken. Ich würde sagen, wir wollen jetzt endlich wissen, wer die goldene Teekanne bekommt, wer in diesem Jahr damit ausgezeichnet wird. Ich darf jetzt Peter Schröcksnadl zu mir bitten. Ich hoffe, der ist da, der ÖSV-Präsident, der auch mit auf die Bühne kommt. Applaudieren Sie nicht zu früh, der steht da hinten irgendwo und unterhält sich wahrscheinlich gerade. Da ist er schon. Herzlich willkommen, der Präsident des ÖSV. Auch von Seiten des ÖSV natürlich eine langjährige Partnerschaft und ein wichtiger Partner für euch. Ein wichtiger Partner, und ich kenne schon viele Chefs von der Teekanne, so lange bin ich dabei. Der junge Mann ist ein sehr guter Chef und darum machen wir weiter. Machen wir weiter. Gut, also wenn der Präsident sagt, dass das alles passt mit der Teekanne, dann machen wir weiter. Jetzt kann ich das schlecht verkünden. Ich würde sagen, es ist Ihre Aufgabe, uns zu sagen, was da passiert ist im Laufe des letzten Jahres und wer jetzt die goldene Teekanne bekommt. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für alle, die jetzt da dabei sind. Wie funktioniert das? Die Leute haben online abgestimmt, haben gewotet im Geschäft oder? Na, wir haben darauf umgestellt, dass wir eine repräsentative Umfrage in Österreich machen lassen. Und es werden da 1000 Österreicher befragt und das sind die Ergebnisse. Das sind die Ergebnisse. Ich darf jetzt ankündigen, wer die Erste ist, die in dieser Kategorie Alpin gewonnen hat und damit die goldene Teekanne bekommt als erfolgreichste und beliebteste vor allem Wintersportlerin. Marlies Schild bekommt die goldene Teekanne. Nach vorne, bitte nach vorne, nach vorne. Die Fotografen verzweifeln gerade. Wir wollen, dass alle glücklich sind heute. Die Fotografen, die Zuschauer, Marlies Schild sowieso. Bist du eine Teetrinkerin? Absolut. Jetzt kann man das leicht sagen, wenn man die goldene Teekanne kriegt, aber ist wirklich so? Ist wirklich so, ja. Favorit von der Sorte her? Pfefferminz. Pfefferminz. Mit Honig, ohne Honig? Ohne alles. Ohne alles, Pfefferminz so. Jetzt hat das ja auch, ist wirklich Gold, man könnte also auch, wenn die große Krise ausbricht, auf jeden Fall aufheben, vergoldet. Aber das heißt, der Wert ist ungefähr wo, dass ich es nur weiß, zahlt sich's aus, das runterzukratzen? Nein, es ist 100% Silber, also massives Silber, echt vergoldet und der Preis ist über 4000 Euro. Hallo, hallo. Ja, da aufpassen, wenn ihr den Tee zu Hause eingießt. Meine Damen und Herren, wir kommen zu dem Gewinner der goldenen Teekanne. Der kommt aus dem Lager der alpinen Herren. Die werden sich jetzt gemeinsam einen schönen Platz suchen zu Hause, wo sie diese Teekanne hinstellen. Benjamin Reich! Auch ein Stück nach vorne wieder, bitte, für die Fotos. Benjamin, ein Stück nach vorne. Wir wollen ja noch einmal die Schuhe vom Schlieri sehen, die du jetzt noch immer trägst. Diese herrlichen Sneakers von Gregor Schlierenzauer, die jetzt schon ein bisschen was mitbekommen haben vom Innenleben von Benny Reich im Laufe der letzten Minuten. Jetzt überrasch uns, du zumindest, trinkst du was anderes außer Pfefferminztee? Seid ihr da unterschiedlich, die Marlies und du? Ja. Sie wissen, wenn Tom Walleck den Benny Reich was fragt, nein, Pfefferminztee ist nicht unbedingt meins, also ich mag eher so Früchtetee, Schwarztee. Auch ohne alles? Ja, also Honig manchmal, aber sonst meistens nichts. Jetzt ernsthaft ganz kurze Frage, wenn ihr am Hang seid irgendwo, dann wird es wohl wichtig sein, was Warmes zu trinken mitzuhaben. So ist es, das ist eigentlich sogar im Sommer oft, wenn ich Radl fahren gehe, es ist heiß, habe ich auch sogar häufig warmes Getränk dabei, eigentlich fast nur warm, ist nicht so cool, gell? Na doch, doch, absolut, alles okay. Nein, ich habe nichts gesagt. Nein, alles okay, alles okay. Benny Reich, goldene Teekanne
Ausgezeichnet damit als beliebtester Wintersportler in der Kategorie Alpine Herren. Ja, die Beduinen trinken auch einen warmen Tee, wenn es heiß ist. Wollt ihr die beiden mal zusammengestellt haben? Ja, steht. Aber am Südpol auch, trinken wir auch warmen Tee. Ja, ein Stück nach vorne, die beiden Gewinner jetzt einmal gemeinsam. So, ich darf euch bitten, noch ganz kurz hier zu bleiben. Ein Herr kommt jetzt noch, der in der nordischen Disziplin ausgezeichnet wird. Da gibt es in der vergangenen Saison nur einen, der das sein kann, der beliebteste Sportler ist. Und das ist der Mann, der letzte Saison fast alles gewonnen hat, kann man sagen. Bis auf vielleicht eine Kleinigkeit, aber sonst, glaube ich, hat der alles abgeräumt. Vier-Schanzentournee und vieles mehr. Thomas Morgenstern! Auch ein Stück nach vor, die beiden Herren, noch fürs Foto. Sehr gut. Herr Morgenstern trinkt auch Tee oder Kaffee. Kaffee ist ja ganz ungesund, dann gebe ich das entwässert komplett und so weiter und so weiter. Oder? Ich trinke beides. Ja, ehrlich. Sorte, Pfefferminz, wir haben gehört, der Benni ist recht exotisch, Früchte und so Sachen. Ja, bin ich auch ein bisschen so exotisch, aber eher so ein bisschen auf der Kamillenebene bin ich. Super exotisch. Mama, ich habe Bauchweh. Kann ich Kamillentee haben? Die ÖSV-Adler lassen es beim Tee rocken. Kamillentee. Ja, ist ja gut, oder? Aber hoffentlich ohne alles, ne, dass man richtig die Kamille schmeckt. Ja, natürlich. Also das heißt, du brauchst dann, wenn du Bauchweh hast, was trinkst du, wenn du Bauchweh hast eigentlich? Ich habe nie Bauchweh. Okay, alles klar. Thomas Morgenstern bekommt die goldene Teekanne in der Kategorie nordischer Sportler. Und damit kommen wir, jetzt gibt es noch ein Teil, es gibt sogar eine silberne, sehe ich gerade. Was hat es mit der silbernen auf sich? Ein Stückchen nach vorne. Warum gibt es die? Die verleihen wir jedes Jahr für den Newcomer des Jahres. Das ist keine Publikumswahl, das entscheidet der ÖSV und wir zusammen, wem wir das geben. Und im Prinzip Silber deswegen, weil im Prinzip jene, die silberne gewonnen haben, auch oft dann die Goldene gewinnen. Und der Thomas Morgenstern ist ein Beispiel dafür. Er war einer der ersten Gewinner der Silbernen und hat jetzt bereits 6-mal die Goldene Teekanne gewonnen. Wenn Sie fragen wegen dem Wert, sie ist nicht viel weniger wert, weil sie ja massiv aus Silber besteht. Wichtige Nachricht für alle Damen, die nur Silberschmuck bekommen, ist nur ein bisschen weniger wert, gell? Wenn der Beste nach Hause kommt mit einem silbernen Ring, ist nur ein bisschen weniger wert, gell? Glänzt genauso und macht auch Freude. Und der ÖSV und die Teekanne setzen sich, Achtung Wortwitz, auf einen Teezaum und dann sagt sie, der Newcomer ist... Quasi. Der Joachim Buchner. Joachim Buchner ist der Newcomer in diesem Jahr und wird ausgezeichnet mit der silbernen Teekanne. Auch ein paar Schritte nach vorne noch bitte. Ein paar Schritte nach vorne. Genau. Peter Schröcksnadl, der Präsident des ÖSV, ist überrascht über die Schuhwahl unserer Athleten. Bist auch Teetrinker, musst jetzt auch ja sagen. Ne? Weil wie schaut das aus? Du kriegst einen Preis von der Teekanne und sagst, nein, ich trinke nur Kaffee, am liebsten mit Eiswürfel neben der Piste. Ja, also der Gruppenzwang hat beschlossen, dass ich das auch sage. Nein, aber ich bin schon ein Teetrinker. Schon. Jetzt eine Sorte. Wir haben gehört, Thomas Morgenstern, einer der gefährlichsten im ganzen Zirkus, was das Skispringen. Also Skispringen ist ja mit Mut verbunden tendenziell, würde ich sagen, und Skifliegen und dann trinkt er Kamillentee. Aber gut, so ist die Realität. Ist jetzt für alle, die zu Hause Kamillentee trinken, sind ähnlich cool wie Thomas Morgenstern. Was trinkst du? Den mit Rum. Den mit Rum? Na, also auch die humanen Sorten, ja. Die humanen Sachen. Ja, Kräutertee etc. Alles Mögliche. Kräutertee etc. Sehr gut. Jetzt dürfen alle noch einmal vor zu einem Gruppenfoto schnell. Die vier Gewinner zusammen bitte. Die vier Gewinner. Die vier Gewinner nebeneinander für ein Foto. So, der Herr Schröcksnadl bietet dazu, der Helmut Newton des ÖSV-Lagers, der Fotograf, schreit schon verzweifelt vorn.
Sie sehen, nein, es geht noch nicht, es werden Fotos gemacht. Sie sehen, meine Damen und Herren, das ist natürlich wichtig, weil wir wollen ja dokumentiert haben in der Presse in den nächsten Tagen, wer die Gewinnerinnen und Gewinner waren für ganz Österreich und nicht nur für alle, die heute hier sind, in der größten Einkaufsstadt im Süden des Landes. Vielen herzlichen Dank.